Hallo, ich begrüße euch. Ich bin Monique, ich bin Teil des VidEx-Teams und ich nehme euch heute mit in die Produktion eines kleinen Experimentiervideos. Wir haben eine Reihe von Videos schon bei VidEx produziert und gerade am Anfang uns viele Gedanken darüber gemacht, was macht denn ein gutes Experimentiervideo aus, haben verschiedene Techniken ausprobiert, haben viel bei der Nachbereitung gelernt und vieles von dem wird sicherlich vielleicht auch interessant für euch sein. Wenn es zum Beispiel darum geht, als Schülerinnen und Schüler zu Hause zu erforschen, ein kleines Experiment durchzuführen und das dann zu videografieren, um es dann in der Klasse zu zeigen. Oder für Sie als Lehrkraft, wenn Sie für Ihre Schüler auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch, Esstisch, wo auch immer, einen kleinen Versuch vorbereiten, ihn abfilmen und dann das Video als Aufgabe Ihren Schülern und Schülerinnen zur Verfügung stellen. Viel braucht es dazu eigentlich auch nicht. Natürlich einen Tisch und eine Kamera. Dafür reicht Ihre Handykamera allemal aus. Und natürlich das Material, das Sie für den Versuch brauchen, beziehungsweise das ihr für den Versuch braucht, um den dann durchzuführen und abzufilmen. Bei diesem ersten Video in dieser kleinen Produktionsreihe von VidEx geht es um den Kern der VidEx-Experimente bzw. der Experimentiervideos. Das heißt, auf was kann man und sollte man achten, damit die Aufmerksamkeit auch hoch bleibt bei dem, der das Video sich anschaut. Und einige Tipps dazu zeige ich euch gleich und natürlich experimentiere ich auch ein bisschen. Hier auf dem Tisch seht ihr eine ganze Reihe an Materialien, die ihr benutzen könnt, um ein Phänomen zu untersuchen, das ihr sicher kennt. Heute in dem Video soll es darum gehen, zu schauen, ob die Temperatur von Wasser einen Einfluss darauf hat, wie schnell Brausetabletten sich auflösen. All diese Materialien brauchen wir natürlich nicht gleich am Anfang. Und dabei wären wir auch schon beim ersten Tipp. Ein Experiment baut sich in dem Video immer Schritt für Schritt auf, also wie eine Anleitung, die ihr abarbeitet. Und jeder Schritt ist eine Szene und in diesem Schritt sollte auch nur das Material zu sehen sein, was es gerade braucht. Und alle anderen Materialien sind natürlicherweise nicht im Bild. Das heißt, wir räumen hier erstmal auf und schauen, was brauchen wir denn wirklich für den ersten Schritt, um unsere Frage zu untersuchen. Es ist klar, wir brauchen Untersuchungsgefäße, das heißt Versuchsgefäße, wo das zentrale Geschehen stattfindet. Diese Gefäße sollten am besten nicht weit auseinander stehen, sondern immer schön nah beieinander, weil hier liegt der Fokus drauf und der Zuschauer, die Zuschauerin soll sich konzentrieren, soll wissen, wo sie hinschaut, und um dann das zentrale Geschehen auch zu sehen. Ja, was braucht es denn als nächstes? Als nächstes geht es natürlich nun darum, unsere Untersuchungsgefäße mit Wasser zu befüllen. Das heißt, wir brauchen Wasser, das eine unterschiedliche Temperatur hat. Wir nehmen einmal Leitungswasser, das hat vermutlich so 18 bis 20 Grad. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die gleiche Menge an wärmerem Wasser. Das Wasser hier habe ich schon mal aufkochen lassen. Und auch hier machen wir jetzt so ungefähr 500 Milliliter rein. Und es steht jetzt schon eine Weile, deswegen wird das wahrscheinlich so um die 50 bis 60 Grad haben. Und damit wir das im Verlauf des Experimentes nicht vergessen, also welcher Ansatz welcher ist, macht es immer Sinn, solche Sachen zu beschriften. Das macht es auch für den, der das Experiment sich anschaut, viel einfacher, das zu verfolgen. Und was günstig ist, ich habe jetzt das nur geschätzt, ich hole mir jetzt die Thermometer noch rein und schaue mal, wo wir denn jetzt hier wirklich liegen mit der Temperatur. Beim ersten hatte ich recht, hier haben wir 21 Grad und das zweite steigt noch ein bisschen. Da liegen wir bei 60 Grad. All das, was ich jetzt gerade gemacht habe, also das Material aufgebaut oder den Aufbau zum Experiment gemacht habe, die Materialien reingeholt habe, das habe ich aus eurer Richtung von links nach rechts gemacht. Und das solltet ihr versuchen in dem Video auf durchzuziehen. Das heißt, immer da, wo es möglich ist, dass ihr von einer Richtung arbeiten könnt, dann arbeitet ihr im Video von rechts nach links. Aber der, der das Video sich anschaut, sieht das, was ihr macht, von links nach rechts. Das ist die normale Richtung der Wahrnehmung und derjenige, der sich das Experiment anschaut, kann dem dann besser folgen. Deswegen versucht das aufrechtzuerhalten. Das geht nicht bei jedem Versuch. Manche sind ein bisschen komplexer und ihr müsst mehr gleichzeitig machen. Aber wenn es geht, dann versucht im Video von rechts nach links zu arbeiten, sodass derjenige, der sieht, von links nach rechts das sieht. Außerdem
habe ich aber auch noch auf was anderes geachtet beim Aufbau. Achtet beim Aufbau des Experimentes darauf, dass es ordentlich ist und wenn möglich symmetrisch. Ordentlich heißt in unserem Beispiel zum Beispiel, dass ich alles in einer Linie aufgestellt habe. Und symmetrisch kann bedeuten, dass ihr die Versuchsansätze, in der Regel habt ihr mehr als einen, auch gleichartig aufbaut. Das heißt hier, dass die Thermometer alle in eine Richtung zeigen und dass die Messskala nach vorne gerichtet ist. Außerdem schaut man bei einem Video in der Regel in die Mitte. Das heißt, baut den Aufbau mittig von einem Bild auf, sodass jeder weiß, wo der Fokus drauf liegt. Ja, jetzt setzen wir den Fokus und starten mal los mit unserem Experiment. Das heißt, wir brauchen natürlich die Bronzetabletten und eigentlich auch nur noch eine Stoppuhr, um die Zeit zu messen. Wir brauchen die Bronzetabletten. Und dann würde ich jetzt die Brausetablette jeweils in den Ansatz, in dem Ansatz versenken und die Zeit stoppen, bis die Tablette wieder nach oben kommt und dann sich aufgelöst hat und sozusagen das Sprudeln aufhört. Und da ich zwei Ansätze habe, weil ich ja vermute, dass das im warmen Wasser schneller gehen wird, brauchen wir eigentlich noch eine zweite Stoppuhr. Haben wir auch noch. Und die Thermometer brauchen wir jetzt hier nicht, weil die würden jetzt ablenken ein bisschen und die Sicht versperren. Und ich drehe euch das auch noch um, sodass man das noch besser erkennen kann. Und dann geht es auch los. Und der zweite. Das geht ja eigentlich relativ schnell. So, die erste ist hier schon oben bei dem warmen Ansatz. Man sieht noch ein bisschen. Jetzt haben wir noch ein bisschen da, der andere mag noch nicht nach oben kommen. Und jetzt ist es weg. Ja, jetzt auch oben. Bei dem warmen Ansatz hatten wir jetzt 37 Sekunden und hier sind wir jetzt schon bei über einer Minute. Ein bisschen sehe ich noch. Und stopp. Oh, genau eine Minute schneller war der warme Ansatz. Und? Konntet ihr alles gut erkennen? Diese Frage stellen wir uns bei jedem unserer Experimentiervideos. Konnte die Nutzerin oder der Nutzer wirklich alles erkennen? Neben dem Abstand zwischen der Kamera und dem Versuchstisch kann man auch an der Kameraposition arbeiten. Hier wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn ihr hättet mit reinschauen können. Das heißt, wir hätten von oben gefilmt. Es gibt aber auch noch andere Sachen, auf die man achten kann. Und dazu gehört zum Beispiel mein Outfit. Das heißt, wenn ihr zu sehen seid, was nicht unbedingt zwingend notwendig ist, aber wenn ihr zu sehen seid oder auch nur der Körper zu sehen ist, dann achtet darauf, dass was ihr tragt, nicht zu auffällig ist. Das heißt, keine auffälligen Farben und auch keine auffälligen Muster. Wenn ihr bei einem Versuch mit ätzenden Materialien arbeiten solltet, auch das, also davon gibt es genug in der Küche, die man benutzen kann, dann zieht ein Kittel, eine Schürze oder das, was ihr halt gerade da habt. Meistens ist aber ein Kittel nicht unbedingt notwendig, denn deswegen zieht was Dunkles an oder einfach was Einfarbiges. Sollte niemand zu sehen sein oder auch vielleicht nur die Hände zu sehen sein, weil wir von der Seite reinkommen, dann achtet darauf, dass der Hintergrund einfarbig ist. In der Regel ist er weiß oder dann auch dunkel. Wichtig ist, dass das, was ihr hier vorne macht, dass die Experimentalanordnung sich gut von dem Hintergrund löst und deswegen auch gut zu erkennen ist. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr den Fokus auf eure Hände legt, dann achtet darauf, dass die Fingernägel sauber sind. Und wenn ihr lackierte Fingernägel habt, nehmt entweder eine unauffällige Farbe oder macht den Nagellack ab. Und auch jeder Schmuck ist eher unangebracht beim Experimentieren. Das wisst ihr da, wenn ihr ins Labor geht in der Schule. Und so ist es an sich auch beim Experimentiervideo. Legt die Uhr ab, legt den Ring ab oder die Kette, die einfach ablenken könnte und stört den Bild. Jetzt kommen wir, würde ich sagen, mal zurück zum Experiment.
Die erste Messung ist geschafft und in jedem Fall solltet ihr auch noch eine zweite oder auch eine dritte, vierte Messung machen. Und dafür heißt es jetzt wieder umbauen. Das heißt, den Ansatz wieder zurückfahren, alles auskippen, ausspülen, neu Wasser einfüllen, die Temperatur einstellen und dann würde es wieder losgehen. Bei diesem Experiment ginge das durchaus recht schnell und wir könnten das live im Video machen. Bei manchen Experimenten ist das aber sehr zeitaufwendig. Und damit derjenige, der sich das Video anschaut, nicht davor einschläft oder halt aufhört zuzuschauen, macht es Sinn, dass ihr euch mindestens bei der zweiten Messung vielleicht schon Sachen vorbereitet, die dann helfen, dass es einfach schneller geht. Das heißt, wir bauen ab, was wir nicht mehr brauchen und wir holen ins Bild, was wir jetzt wieder für den nächsten Ansatz brauchen. Der soll natürlich genauso sein wie der Ansatz davor, der erste Messeinsatz. Das heißt, ihr nehmt die gleichen Materialien, die gleichen Geräte. Das ist wichtig, um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen. Und bei der Auswahl eures Materials achtet darauf, dass innerhalb des Versuches oder auch in den anderen Versuchen, wenn ihr mehrere filmt, dieses Material immer die gleiche Funktion hat. Eine Funktion, die wenn möglich auch Sinn macht. Wir haben uns hier zum Beispiel für Messbecher entschieden, die schon eine Skala haben. Und an der Skala kann derjenige, der sich das Video anschaut, halt erkennen, wie viel Wasser dort enthalten ist. Außerdem drehe ich das ja immer um, damit ihr das besser erkennen könnt. Und der Messbecher ist ein hohes Gefäß, ein durchsichtiges Gefäß, das heißt, die Reaktion kann man hier viel besser beobachten, als wenn wir zum Beispiel eine Schüssel genommen hätten. Hätten wir rein theoretisch auch tun können, müssten wir aber wirklich deutlich anders filmen und man sieht einfach nicht so viel. Auf geht's in die zweite Runde, das heißt, wir brauchen auch hier natürlich wieder Brausetablettchen. Die gehen rein und wir stoppen die Zeit. Bei dem Warmwasser ist deutlich mehr los, wie beim ersten Mal auch schon. Und jetzt ist es auch schon oben. Das ist weg. Das braucht wieder länger und man wird irgendwie verleitet, ich weiß nicht, wie es euch geht, sich jetzt was zu nehmen und mal zu schauen. Häufig macht man das ja mit seinem Getränk auch und rührt um und hofft, dass es vielleicht schneller geht. Das, was beim Getränk noch vielleicht günstig ist, wäre hier total ungünstig. Macht das am besten nicht. Das ist zwei Gründe. Erstens, wenn ihr jetzt eingreift in den Versuchsansatz und umrührt, dann untersucht ihr eigentlich nicht mehr die Temperatur, also den Einfluss der Temperatur, sondern ihr untersucht auch noch gleich die Wasserbewegung. Und zwei Variablen gleichzeitig zu untersuchen, wäre nicht gut. Jetzt ist ja auch fast oben. Und außerdem ist das Thermometer eindeutig zum Messen von Temperatur da und nicht zum Umrühren von einer Lösung, wie zum Beispiel ein Glasstab, den ihr nutzen könntet. Das heißt, benutzt Geräte nur für diese Funktion, für die sie auch gemacht sind. Und dann benutzt sie im Verlauf des Experiments auch immer mit der gleichen Funktion. So, jetzt haben wir es auch hier wieder geschafft. 1 Minute 36 war ähnlich wie der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz war diesmal ein bisschen schneller als der erste Ansatz, 24 Sekunden und auch wiederum schneller als der Ansatz mit der Raumtemperatur. So einfach wie dieses Experiment ist, was wir heute hier gemacht haben und das Video dazu gedreht haben, so einfach sind auch die Materialien, die wir ausgewählt haben und den Aufbau, den wir erstellt haben. Wenn ihr das zu Hause auf dem Küchentisch macht, dann wird es wahrscheinlich noch einfacher, wenn ihr dann die Alltagsmaterialien zusammensucht und das Setting zusammenstellt. Auch bei Videx achten wir darauf, dass es möglichst einfach ist, was wir aufbauen, weil man sagt, dass einfache Apparaturen einprägsamer sind, als wenn es sehr komplex aussieht und man sich erstmal ein Bild davon verschaffen muss, was überhaupt dort alles passiert, weil einfach auch vielleicht zu viele Geräte und Materialien im Bild sind. Das heißt, macht es einfach. Wir hier benutzen in der Regel Labormaterialien, um euch einfach mit reinzuholen in das Labor und ein bisschen Wissenschaft nach Hause zu schicken. Aber ihr könnt genauso gut das Experiment mit Trinkgläsern machen, das heißt mit möglichst hohen Gläsern, dann markiert ihr euch, wie weit ihr Wasser reinmachen wollt, macht überall gleich viel Wasser rein und benutzt die Brausetabletten, die findet ihr auch in jedem handelsüblichen Geschäft.
Bei der Temperatur kann es vielleicht schwierig werden, aber ich bin mir sicher, ihr seid kreativ und entwickelt eine Methode, um herauszufinden, wie hoch die Temperatur ist in euren Gläsern, sodass ihr bestimmen könnt, wie viel Grad die unterschiedlichen Ansätze habt. Das wäre von mir aus oder von uns aus auch schon eine Einladung an euch, selbst zu forschen und das Experiment selbst durchzuführen, vielleicht euer erstes oder auch vielleicht schon das zweite oder dritte Experimentiervideo dazu erstellen, dabei darauf zu achten, was wir euch erklärt haben, die Tipps zu beachten, und im besten Fall macht ihr das Experiment besser, als ich es gemacht habe. Ich habe einiges nicht so gemacht, wie man es vielleicht machen sollte in der Wissenschaft, und ob die Ergebnisse wirklich das aussagen, was sie vielleicht aussagen können, wage ich zu bezweifeln. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Der Einsatz der Brausetablette hier in diesem Experiment heute war sehr variabel. Schaut es euch vielleicht nochmal an. Und so gibt es noch andere Elemente, die ihr sicherlich besser machen könnt, wenn ihr das Experiment zu Hause macht. Vielleicht überlegt ihr dann im gleichen Schritt auch mal, was ist denn das eigentlich für eine Reaktion, die hier passiert? Und kann es wirklich sein, dass die Temperatur einen Einfluss darauf hat, dass sie schneller vorangeht? Viel Spaß!